Möchtest du eine packende YouTube-Reportage produzieren, die dein Publikum vom Anfang bis zum Ende fesselt? In diesem Video erfährst du, was eine wirklich gute YouTube-Reportage ausmacht und wie du Schritt für Schritt vorgehst, um eine professionelle Reportage zu erstellen. Am Ende wartet ein besonderes Angebot, das du dir nicht entgehen lassen solltest. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Martin, dein Experte für YouTube-Marketing und YouTube-Gestaltung für deinen Unternehmenskanal. Heute zeige ich dir, wie du ein Reportagekonzept schreiben kannst und eine YouTube-Reportage wie ein Profi umsetzt. Von der Idee bis zur perfekten Planung. Beginnen wir damit, was ein packendes YouTube-Reportagekonzept ausmacht. Es geht nicht nur darum, Fakten zu präsentieren. Eine gute Reportage erzählt eine Geschichte. Eine Geschichte, die das Publikum emotional berührt und die gleichzeitig informativ ist. Du musst dein Publikum in deine Geschichte hineinziehen, dein Publikum packen. Doch wie erreichst du das? Die Antwort liegt in der Struktur und Erzählweise. Aber dazu kommen wir gleich. Die größte Herausforderung, wenn du ein Reportagekonzept schreiben möchtest, ist ein guter Spannungsbogen. Wie behältst du die Spannung über die gesamte Länge hinweg? Das ist eine der größten Hürden. Eine klare Struktur und ein starkes Reportagekonzept helfen dir dabei zu entscheiden, was die wichtigsten Informationen sind und sie in eine fließende Erzählung zu packen. Doch was brauchst du, wenn du das richtige Reportagekonzept entwickeln möchtest? Es gibt ein paar entscheidende Schritte, die du kennen musst. Beginnen wir mit der Recherche. Bevor du mit dem YouTube-Reportagedrehen loslegst, musst du dein Thema durch und durch verstehen. Gute Recherchearbeit ist das Fundament für jede erfolgreiche Reportage. Du musst alle Details kennen, um deine Geschichte glaubwürdig erzählen zu können. Und jetzt kommt die wichtigste, die journalistische Aufgabe. Welche Informationen erzählst du und welche nicht? Ein Tipp dazu. Die Inhalte, die deinem Publikum einen unmittelbaren Nutzen bieten, sind die interessantesten. Denk dabei an die Regel des ehemaligen RTL-Chefs Helmut Thoma. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Du musst immer die Interessen deiner Seherinnen und Seher vor Augen haben. Die gilt es herauszufinden. Wie man die spannendsten Unternehmensthemen recherchiert, werde ich in einem nächsten Video vertiefen. Doch die Recherche allein reicht nicht. Wie bringst du deine Erkenntnisse in eine spannende Story? Ich zeige dir gleich, wie du das geschickt machst. Der zweite Schritt ist das Drehbuchschreiben. Ein gutes Videoreportagekonzept erfordert ein klares Drehbuch. Du brauchst einen roten Faden, der durch die gesamte Reportage führt. Und hier habe ich einen guten Tipp. Mach eine Überschrift, eine Art Schlagzeile. Die ist nur für dich, nicht für das Publikum. Ein einfaches Beispiel. Deine Überschrift lautet: Mein Unternehmen hat das hochwertigste Produkt. Jetzt ist klar, dass deine Argumente und Bilder immer davon handeln, wie hochwertig dein Produkt ist. Also nicht von der Firmengeschichte, nicht von der Unternehmenszentrale und nicht von der allwissenden Geschäftsführung. Eine Überschrift hilft dir, den roten Faden in der Hand zu behalten. Ein YouTube-Videodrehbuch ist kein wörtlicher Reportagetext. Das ist sehr wichtig. Wenn deine Reportage einen Off-Text hat, der von einer Sprecherin oder einem Sprecher erzählt wird, dann schreibst du ihn erst ganz am Schluss, wenn der Schnitt schon fertig ist. Denn der Text ist immer dazu da, die Bilder zu stützen. Die Bilder sind das Wichtigste in der Reportage. Der erläuternde Text hilft zu verstehen. Aber die Bilder haben absoluten Vorrang. Am besten ist die Geschichte, wenn man sie auch ohne Ton versteht. Wie man ein gutes Drehbuch schreiben kann und wie man für eine Reportage textet, werde ich in einem meiner nächsten Videos verraten. Die Dreharbeiten planen ist der nächste Schritt zu deiner perfekten YouTube-Reportage. Die richtige YouTube-Reportage-Vorbereitung ist das A und O. Eine gute Reportage lebt von authentischen Bildern und Momenten. Du musst den Dreh genau planen. Wann wird was gefilmt? Welche Einstellungen brauchst du? Auch in welchen Einstellungsgrößen und mit welchen Kamerabewegungen. Denk an die Lichtverhältnisse und an den Ton. Es ist diese Detailarbeit, die aus einer guten eine großartige Reportage macht. Auch dazu in einem späteren Video mehr. Aber das ist noch nicht alles. Der Feinschliff kommt natürlich in der Nachbearbeitung.
Den Schnitt und die Tonbearbeitung nennen wir die Postproduktion. Jetzt wird aus den einzelnen Szenen eine Geschichte. Du setzt Schnitte, fügst Musik, vielleicht auch Geräusche und Schnitteffekte dazu, um die Spannung und die Emotion zu verstärken. Hier wird dein Videoreportagekonzept lebendig und sorgt hoffentlich dafür, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer bis zum Schluss gefesselt sind. Und auch dazu werde ich noch ein extra Video posten. Eine YouTube-Reportage erstellen ist ohne Frage eine Herausforderung. Aber mit einem klaren Konzept und der richtigen Vorbereitung gelingt es dir, eine Geschichte zu erzählen, die dein Publikum nicht nur informiert, sondern auch bewegt. Wir von News on Video unterstützen dich dabei, eine spannende Reportage zu produzieren, von der Planung über die Dreharbeiten bis hin zur Nachbearbeitung. Gemeinsam mit dir erstellen wir ein Konzept, das deine Zuschauerinnen und Zuschauer fesselt und dein Thema professionell in Szene setzt. Ich habe dir für das Ende dieses Videos ein besonderes Angebot für Zuseherinnen und Zuseher versprochen. Wir machen mit dir eine spannende Reportage. Und das Beste daran, du musst das nicht alleine machen. Professionell und packend. Melde dich einfach mit einem Kommentar oder schick uns eine Nachricht und wir legen gleich los. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast aus diesem Video wertvolle Tipps mitgenommen, wie du eine erfolgreiche YouTube-Reportage planen und umsetzen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, um keine wertvollen Tipps rund um YouTube-Marketing und Videoproduktion zu verpassen. Schau dir gleich unser nächstes Video an, wie du ein großartiges YouTube-Reportage-Drehbuch schreibst. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg!